mehr in diese Denkweise zu kommen, ist ungeheuer wichtig. Also eher darauf zu achten, auf Randbedingungen, um ein System uns selber zum Beispiel in Gleichgewicht zu bringen. Und das verändert sich über die Zeit. Man kann also versuchen, mit Randbedingungen sich im Gleichgewicht zu halten. Nicht, das ist halt das, was wir im Qigong, Tai Chi, Yoga eigentlich auch haben, ist eben nicht, ich kann diese Form, ich bin fertig, ich will eine nächste, sondern ich bewege mich in der Form und lerne von äußeren Bewegungsmustern immer mehr, wie fühlt sich das an. Also bei mir ist es auch immer mehr so, dass ich das nicht über gucken, wie ist die Fußstellung, mir merke, sondern wie fühlt sich das an, wenn ich diese Fußstellung mache. Also wie fühlt sich der ganze Körper, wenn ich so eine Bewegung mache. Also ich achte nicht darauf, bin ich jetzt wirklich da und so, also nicht mehr so von visuell, sondern wie fühlt sich der gesamte Körper an, wenn ich so eine Position mache. Und dann wird das zu so einem Spaß, kann man das nicht nennen, aber man lernt die Veränderung wertzuschätzen. Ja, immer alles. Und das habe ich dummerweise auch erst auf der Wiese so richtig noch eine neue Ebene mitgekriegt, weil die Form, diese Tai Chi-Form, kannte ich ja vorher schon. Aber im Laufe dieser 3,5 Jahre jetzt mache ich die jedes Mal hier auf der Wiese. Also die Form bleibt eigentlich gleich. So wie ich mich fühle, ist verschieden. Das Wetter ist verschieden, wie ich die laufe, ist verschieden. Also alles verändert sich. Ja. Und trotzdem gibt es da eine Stetigkeit. Das ist das, was ich bei vielen Leuten festgestellt habe, warum die Welt sich so eng wird. Diese Monokausalität, die Lichtschalter an, ne, Licht brennt. Weil die Leute suchen Sicherheit, Verlässlichkeit, etwas, was immer wieder kommt. Ne? Und dann macht man sein Weltbild eng und stimmt aber meistens nicht mit der Welt überein. Weil die Welt verändert sich, immer. Ständig. Und da scheint es einen Unterschied zu geben. Also auch in der Wissenschaft gibt es immer wieder diese Bestrebung zu sagen, ja, es verändert sich aber nicht. Ein Stein verändert sich nicht. Doch, der verändert sich über Jahrmillionen. Ich verändere mich. Ständig. Also ich bin gestern ein anderer gewesen. Wenn ich mir Bilder aus meiner Jugend angucke, sehe ich anders aus. Also immer eine Veränderung. Und das ist eine Sache, die man nicht wahrhaben will, weil man irgendwie Angst davor hat. Komisch. Und da eben zu einer Ansicht zu kommen, klar, ein Stein verändert sich langsamer als ich. Der Baum verändert sich, aber man kann es schon sehen, dass er sich verändert. Er verändert sich ein bisschen langsamer. Der lebt länger, hoffentlich, als ich. Besser gesagt, Qigong soll dazu führen, dass wir langlebig werden. Ne? Also über 100 Jahre, 200, 300 Jahre. Mehr in die Richtung von einem Grönlandwal. Also 200, mit 150 aus der Pubertät kommen und dann mit 250 geht das Leben eigentlich erst los. Also die Wissenschaft bestätigt das, dass das nicht, also wir sind nicht auf 75 Jahre und dann noch 10 und dann sind wir tot. Das ist nicht so, also so fest ist das nicht. Also es ist durchaus möglich, dass wir so 200 Jahre alt werden, 300. Wir arbeiten daran. Also ohne Quatsch. Also ein Teil des Qigong ist wirklich Langlebigkeit. Und für mich gehört dazu diese Selbsterkenntnis in Meditation, damit die Langlebigkeit auch einen Sinn hat. Man kann natürlich auch 250 Jahre lang Fete machen, aber ich glaube, das ist ziemlich stressig. Also mir hat das viel Befreiung gegeben, durch eine andere Sichtweise zu Veränderungen einzunehmen. Dann achten wir
20 Minuten lang auf unsere eigene Veränderung. Ist so. Setzt euch so hin, dass ihr frei atmen könnt. Das kommt noch.
gleich ist wieder die Zeit, mit der einmaligen hohen Glocke sich die Frage zu stellen, wie liefen die letzten 19 Minuten ohne Antwort? Aber etwas anmerken, fragen, nichts. Das heißt, was ist das? Das finde ich gut. Okay. Ja, klasse. Mhm. Wichtig ist, dass ihr euch in Veränderung wohlfühlt. Gibt es noch Sadhu? Sadhu, Sadhu, Sadhu. Wunderbar. Video von so einem Landwirt von damals. Kennst du die? Mit den weggelaufenen Pferden? Ich kann die mal verlinken. Also es ist, die hat mir auch geholfen. Also, weil halt, ich kann ja versuchen, die zusammenzubringen, aber die wird nicht ganz so bewegend sein wie das Geschriebene. Das ist ziemlich kurz. Stell dir einen Landwirt vor und Landmaschinen sind sauteuer, Pferde waren auch sauteuer und sind ja existenziell wichtig für den Landwirt. Ne? Und der hat, weiß ich nicht, ein Pferd nur gehabt und ist ihm weggerannt. Ja. Wenn das deine einzige Maschine ist, dann bist du ziemlich aufgeschmissen. Also es ist eine heftige Sache, dass das weg war. Und dann sind die Nachbarn gekommen und haben gesagt, oh, das ist ja schlecht. Oh, das ist übel. Dann hat der gesagt, ja, wer weiß, keiner weiß es. Ein paar Tage später ist das Pferd wiedergekommen. Mit einer Schar von Wildpferden. Und die Nachbarn gekommen haben gesagt, wow, das ist ja super. Und hat er gesagt, wer weiß. Dann war Erntezeit und sein Sohn auch wichtig. Ne? Die Familie hilft mit. Wenn die ausfallen, war der Erntezeit ganz übel. Er ist vom Baum gefallen, von der Leiter, ne? Hat sich ein Bein gebrochen. Und dann sind die Nachbarn vorbeigekommen. Haben gesagt, wow, das ist schlecht. Ah, übel. Dann hat er gesagt, wer weiß. Ein paar Tage später sind die Leute von der Armee gekommen, haben alle jungen Männer im Dorf eingesammelt, nur seinen Sohn nicht. Der war ja krank. Dann sind die Nachbarn gekommen und haben gesagt, das ist ja super. Und der Bauer hat gesagt,
Wer weiß. Alan Watts hat das auch, im Internet kann man das finden. Und der hat aber zum Abschluss nochmal gesagt, irgendwie, das hat ihm gezeigt, wie komplex das Leben ist. Man weiß die Veränderung. Ne? Man weiß das nicht. Wer weiß. Ne? Also Sachen, die sich jetzt, also dieses Bewerten quasi wegzulassen mit der Zeit. Einfach weil das Leben einen immer wieder überrascht. Ist doch nicht so, wie man sich das gedacht hat. Weiß es überhaupt nicht, was passiert. Ne? Im nächsten Moment fällt der Ast auf uns runter, sind wir alle tot. Ne? Da können wir nicht sagen, es war schlecht. Ist vorbei. Ne? Im nächsten Moment scheint die Sonne, man weiß es nicht. Ne? Also dieses Bewerten, es macht ungeheuer viel Welle. Ne? Negativ, aber auch positiv auch. Ne? Dann hast du eine positive, es wird bestimmt das wird bestimmt kommen und dann trittst du dich ein. Das langsam sein zu lassen, das ist extrem befreiend, entspannt. Aber wie gesagt, das Ding aus dem Zhuangzi mit dem Landwirt ist auch schon irrsinnig alt. Also der war nicht gleichgültig. Der wusste eben, man kann das so oder so sehen, das Leben verändert sich. Ich glaube, die Geschichte war wichtiger als mein Gequatsche vorher.